Summenschatz, willkommen in Stapel Number 3. Und ich habe ja im Intro, habe ich ja für mich einen Stapel ausgewählt, also per Zufall. Und für mich kam Stapel Nummer 3 raus. Also ich bin dann mit euch hier scheinbar eventuell in der Reisegruppe. And we will see, was wir denn für einen Single haben. Armutsgelübde brechen. Mhm. Geliebtes Wesen, es ist nicht nötig, zu leiden oder sich zu opfern. Halte fest an der Intention, jegliche Armutsgelübde oder Schwüre der Selbstverleugnung zu brechen, die du vielleicht in deinem jetzigen oder einem früheren Leben eingegangen bist, bewusst oder unbewusst. Indem du diese Gelübde brichst, werden sämtliche damit zusammenhängende Auswirkungen für alle Beteiligten und in alle Richtungen der Zeit aufgehoben. Okay? Also, so wie es aussieht, kam oder kommt dieser Mann, diese Frau aus eventuell ärmlichen Verhältnissen oder in der Familie hat es nie wirklich jemand zu etwas gebracht. Und scheinbar ist er oder sie, weil wir hier so wie ein Phönix, Paradiesvogel, wie ein Phönix aus der Asche, scheinbar ist er oder sie die erste Person in der Familie, in der gesamten Familie, der oder die es zu etwas gebracht hat oder bringen wird. Okay? Man kann da schon sein oder man kommt dort erst noch hin. Also es kann, dieser Mann, diese Frau, kann der Erste, die Erste sein, innerhalb der gesamten Familie, sogar auch wirklich zurückgehend in den Vorfahren, die alle, ja, vielleicht in Anführungszeichen, so Standardverhältnissen, wenn nicht sogar Armut, wirklich Armut, ich habe hier Armut, ja, viel unter Armut gelitten haben, aber nie etwas dagegen getan haben, um da auszubrechen aus dieser Armut. Weiß ich nicht, vielleicht durch Weiterbildung oder so studieren gehen oder irgendetwas tun, um eben aus diesem Gelübde da rauszukommen. Und ihm oder ihr ist es gelungen oder ist oder sie ist bereits dabei, dass es ihm oder ihr gelingt. Also es könnte hier die erste Selfmade-Person sein innerhalb der gesamten Familie, die Selfmade ist oder Selfmade wird. Okay? Schauen wir weiter. Hilfreicher Mensch. Also hier haben wir eine Person, die sehr hilfsbereit ist. Jemand möchte dir helfen, überlege, wer es sein könnte und nimm Kontakt auf. Also entweder lernt ihr euch kennen, weil du seine, ihre Dienste in Anspruch nimmst oder er oder sie nimmt deine Dienste in Anspruch. Das kann aber auch dafür stehen, dass diese Person Menschen hat in seinem, ihrem Leben, die ihm auch oder ihr auch dazu verholfen haben oder dazu verhelfen, aus dieser Armut herauszukommen. Hier gab es oder gibt es sehr viele Menschen, die ihn oder sie unterstützen, wirklich unterstützen, zur Seite stehen, beruflich gefördert haben oder beruflich fördern. Das können Mentoren sein, das können Förderer sein, Sponsoren sein oder viele Menschen, die ihn oder sie toll finden. Vielleicht macht man ja irgendwas, weil hier, das ist hier so wirklich, sag ja, wie im Mittelpunkt stehen oder vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, wie ein bunter Vogel. Und die Menschen finden das toll und unterstützen und spenden oder nehmen die Dienste in Anspruch oder was auch immer. Ja? Wir werden ja gleich sehen, ob wir irgendwas im Bereich Beruf oder Berufung sehen können oder Hobbys. Also, ich wiederhole nochmal, hier ist es wirklich möglich, dass ihr euch darüber kennenlernt, weil du seine, ihre Dienste in Anspruch nimmst, er, sie, deine und oder auch, sowohl als auch, Menschen, die ihm, ihr dazu verhelfen oder verholfen haben, das zu erreichen, was man hier am Erreichen ist oder erreicht hat. Wirklich self-made. Das ist hier eine self-made-Person. Aha. The World, das ist hier, wow, das ist die letzte große Arkana in den großen Arkanen. The World, eine sehr intelligente Person, sehr gewitzt, der wie ein Fuchs.
sehr spirituell. Starkes Selbstbewusstsein des Solarplexus, das strahlt nur so wie eine Sonne. Diese Person könnte im Ausland leben, sehr weit weg sein, in einem anderen Kontinent leben, mehrere Sprachen sprechen oder eine andere Sprache sprechen als du. Ist auch gut möglich, dass diese Person sehr spirituell ist, sehr intuitiv, mediale Fähigkeiten hat. Aber hier eine lilane Hose haben, sehr leidenschaftlich. Ihr könntet euch auf Reisen kennenlernen, aber ihr könntet euch auch online kennengelernt haben oder ihr werdet euch noch online kennenlernen. Das kann über eine Plattform sein. Das kann aber auch sein, dass, wie gesagt, du nimmst vielleicht ihre Dienste in Anspruch und dadurch lernt ihr euch dann kennen. Und dann geht das vielleicht über berufliche Themen hinaus. Auch hier, ähnlich wie in Stapel 2, kann es anfänglich zu einer Fernbeziehung kommen. Also, dass die Ferne eine große Rolle spielt. Klar, wenn du auf Reisen bist oder er oder sie ist auf Reisen und dann lernt ihr euch kennen und dann geht jeder wieder nach Hause und dann kann wirklich ein Kontinent zwischen euch liegen. Ja? Und ansonsten kann es eine Fernbeziehung sein, anfänglich. Diese Person könnte in der Öffentlichkeit stehen und vor allen Dingen auch weltweit sich einen Namen gemacht haben oder ihre Dienste, Dienstleistungen, Produkte, irgendwas, was man kann. Es kann auch etwas Künstlerisches sein, etwas Spirituelles sein, was so um die Welt geht. Und um die Welt, damit ist jetzt gemeint, dass zum Beispiel jemand eine Online-Plattform hat wie YouTube oder Instagram oder sonst wie. Und dadurch erreicht man natürlich auch, klar, viele andere Länder. Die Haare könnten einen rötlichen Stich haben, müssen nicht. Das ist jetzt nur eine Randbemerkung. Wenn es eine Frau ist, hat sie sehr lange Haare oder hatte mal sehr lange Haare. Kann auch ein Mann sein, auch Männer können lange Haare haben. Aber lange Haare, weil hier alle drei haben lange Haare, hier habe ich auch etwas Langes. Nur hier kommt etwas Kurzes durch. Aber irgendein rötlicher Stich ist in den Haaren, weil ich habe hier auch etwas Rötliches, hier auch ein rötlicher Stich. Vielleicht so kastanienbraune Haare, braune Haare, hellbraune Haare. Können aber auch dunkelbraune Haare sein. So ein bisschen rötlichen Stich, vielleicht auch rötliche Strähnen. Hier könnte dieser Mann, diese Frau könnte auch ein Online-Business haben. Auch das kann es sein. Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die man von der ganzen Welt aus kaufen oder buchen kann. Online-Business. Auch im Online-Business tätig sein, Export, Import. Dieser Mann, diese Frau könnte auch in der Reiseindustrie, Tourismusbranche tätig sein. Könnte ähnlich auch wie in Stapel 2 in der Internetbranche tätig sein. Lass uns weiterschauen. Page of Swords. Ja, also dieser Mann, diese Frau wird, weil ich habe hier, das ist so die Stalking-Karte, ja? Bube der Schwerter. Zwillinge, Waage, Wassermann. Dieser Mann hat Zwillinge, Waage, Wassermann in der Chart. Auch hier haben wir wieder lange Haare. Also Haare oder lange Haare spielen eine Rolle. Und Page der Schwerter ist auch die Ausbildungskarte, ist die Kommunikationskarte, Neubeginn. Kann auch dieser Mann, diese Frau könnte auch ein Kind haben oder hat einen Kinderwunsch. Könnte aus erster Ehe, erster Beziehung oder wieder so oder wie auch immer ein Kind haben. Muss nicht, ja. Aber weil wir hier halt Pagen haben, kann es durchaus sein, dass bereits Kinder oder hier, vielleicht man könnte auch drei Kinder haben, dass da Kinder aus erster Beziehung oder erster Ehe da sind. Wenn keine Kinder da sind, sage Page of Swords, Bube der Schwerter, weil wir müssen es ja auch im Kontext lesen mit The World und Page of Swords, ist eine Person, die weltweit angeschaut wird. Deshalb sage ich, also hier hat jemand irgendeine Plattform auf YouTube, Instagram, TikTok, Facebook und Twitch und wie sie nicht alle heißen. Also hier wird man so die Menschen gucken etwas an, was er oder sie tut im Internet. Das kann auch eine Website sein, ja, dass man eine Website hat, irgendeine Plattform,
Vielleicht kann man auf dieser Plattform etwas tun, etwas machen. Weiß ich nicht, vielleicht eine Astrologie-Plattform, ja? Oder vielleicht eine Plattform, so ein Online-Shop, wo man auch Dinge kaufen kann. Weil ich sehe, dass viele Menschen scheinbar hier auf die Präsenz, sich die, also die Präsenz dieser Person anschauen. Entweder die Person selber anschauen übers Internet oder das, was er oder sie zu bieten hat. Diese Person könnte eine Ausbildung oder eine Weiterbildung gerade am Abschließen sein. Irgendwas schließt man ab. Vielleicht macht man ein Seminar, Webinar. Weil wir The World haben, kann es auch ein Webinar sein. Und The World ist eine Beendigung. Irgendwas beendet man. Eine Ausbildung, eine Umschulung, eine Weiterbildung, die aber vielleicht so per Fernstudium gemacht wird, wird jetzt demnächst abgeschlossen oder beendet. Es kann auch sein, dass ihr euch auch darüber kennenlernt. Vielleicht ist genau das, was er oder sie anbietet, ja? Vielleicht hat diese Person bietet Webinare, Seminare auf der eigenen Webpage an und du nimmst diese Dienste in Anspruch und so kommt ihr dann ins Gespräch, weil wir hier die Pagen der Schwerter haben, dass ihr erstmal online viel kommunizieren werdet. Und ansonsten, am Anfang habe ich auch gesagt, vielleicht nimmst du ihre Dienste in Anspruch oder er oder sie nimmt deine Dienste in Anspruch. Kann zum Beispiel auch ein Grafikdesigner sein oder Webdesigner sein. Männlich wie weiblich ist wurscht. Hier könnte jemand vielleicht weil wir hier ein Pferd haben, das kann also jetzt in der modernen Divinationssprache kann es auch für ein Motorrad stehen, dass jemand zum Beispiel Motorradführerschein macht oder gemacht hat. Oder irgendein anderes Gefährt, vielleicht auch sprichwörtlich lernt, auf dem Pferd zu reiten. Auch das kann es sein. Kann ich nicht ausschließen. Sehr eloquente Person, sag ja intelligent, sehr intelligente, eloquente Person, rhetorisch sehr stark. Aber ich habe hier Internetpräsenz, ist sehr, sehr stark, die Internetpräsenz. Entweder es ist die Website oder die Person selber oder beides. Starke Internetpräsenz, viele Leute, die sich ihre Präsenz, was immer das auch ist, anschauen. Das kann keine künstlerische Darbietung sein, das kann ein Business sein, das kann spirituell sein, das kann politisch sein, sportlich auch, ja. Kann auch irgendwas Sportliches sein. Muss weiterschauen. Ja, guck, zu hohen Ehren kommen, Liebesglück. Also ich muss sagen, in allen drei, was die Liebe anbelangt, sind alle drei Jackpot. Alle drei sind wirklich Jackpot. Hier bekomme ich ein Power-Couple. Ich habe nämlich hier Liebesglück und zu hohen Ehren kommen. Ihr werdet irgendwas zusammen tun, was entweder habt ihr beide eine Präsenz. Ich weiß ja nicht, wer du bist, mein Schatz. Vielleicht bist du selber auch schon sehr präsent online oder deine Dienste oder hast eine Plattform oder viele Leute kennen dich oder viele Leute vielleicht in einer lokalen Szene oder du hast eine Online-Präsenz, Online-Shop und viele kennen deinen Shop oder du bietest etwas Künstlerisches, Politisches, Sportliches an. Also dann habt ihr beide eine Präsenz. Ihr könntet auch gemeinsam ein Projekt angehen. Das kann hier ein Projekt sein oder irgendetwas, was du tust. Und wenn es ihre Dienste sind, das nehmen wir mal an, diese Person gestaltet Webseiten, dann wird dir diese Person helfen. Das kann so per, da gibt es so Schlüsselwörter, die man eingeben kann, so im Bereich CEO, ne? Also ja, Schlüsselwörter, die man eingeben kann, die man dich in Google besser finden kann. Vielleicht ist man im Bereich Marketing tätig. Aber daraus wird dann Liebe. Also hier könnte aus Beruf so ein beruflicher Kontakt könnte hier in eine Liebe münden. Und ihr werdet sehr erfolgreich sein. Also beide, entweder seid ihr beide als Individuen beruflich sehr erfolgreich und ihr werdet gemeinsam da noch etwas tun. Hier, das kann nämlich auch für Neubeginn stehen, für etwas so.
so ein gemeinsames Projekt, das er auf die Beine stellt. Aber ich sehe, dass er sie wirklich weltweit, wenn man nicht jetzt schon weltweit bekannt ist, dann wird man weltweit bekannt. Okay? Oder diese Person verhilft dir dazu in deinem Business, in dem, was du tust, deine Online-Präsenz, deine Dienstleistung, deine Person an sich, dass du zu hohen Ehren kommst und daraus wird auch Liebe. Oder ihr habt beide, oder du bist die Person, du machst irgendetwas und verhilfst dieser Person zu irgendeinem Projekt. Also verhältst zu einem Projekt, das zu hohen Ehren kommt, weil da, also das ist hier eine extrem erfolgreiche Liebe und vor allen Dingen eine Liebe, ein Liebespaar, das zu hohen Ehren kommt. Also ihr beide kommt zu hohen Ehren, verstehst du? Das ist so hier. Und ihr seid wie zwei Turteltäubchen, unzertrennlich. Ich habe hier sehr viel, sehr, sehr viel Zärtlichkeit wird ausgetauscht. Also Körperkontakt zwischen euch ist sehr wichtig. Sexualität wird für euch sehr wichtig sein. Sehr, sehr wichtig. Aber es ist eine Person, die schon stark mental ist, kopflastig. Weil wir die Page der Schwerter haben, eine kopflastige Person. Hier könnte auch ein Altersunterschied eine Rolle spielen, wenn wir den Pagen haben. Zwischen euch könnte ein Altersunterschied eine Rolle spielen. Muss nicht signifikant sein, kann signifikant sein. Aber ihr seid auf einer Wellenlänge, ja? Also so, ich sag mal, von der Kommunikation her. Versteht ihr euch sehr gut, vor allen Dingen auch spirituell? Versteht ihr euch großartig? Ihr könntet beide im gleichen Business tätig sein oder beide etwas Ähnliches tun. Wenn du online, wenn du irgendeine Online-Präsenz hast, selbst wenn du einfach nur irgendeinen so Account hast, dann wirst du erstmal eine ganz schöne Weile von diesem Mann, von dieser Frau gestalkt. Du wirst beobachtet. Dieser Mann, diese Frau beobachtet dich. Und zwar ganz, ganz, ganz doll. Ganz dolle. Du wirst ganz genau analysiert und beobachtet, was du tust, was du nicht tust, was du postest, was du nicht postest, wie du redest, wie du dich gibst, was du sagst, was du nicht sagst. Du wirst analysiert und du wirst gestalkt und beobachtet. Hier könnte dir dieser Mann, diese Frau könnte dir auch eine ganze Weile erstmal dabei zusehen, wie du erfolgreich wirst und will dir auch helfen, erfolgreich zu werden. Also das, weil ich habe hier hilfreicher Mensch, ja? Ihr könntet beide sehr hilfsbereit sein. Uiuiui. Also hier gibt es Menschen, die, die nicht wollen, dass ihr zusammen seid. Oh Gott, ihr habt ihr Neider. Aber auch er oder sie hat sehr viele Neider. Sehr viele Leute. Man wurde hier auch viel belogen, betrogen, hintergangen und ist von ganz vielen sehr sneaky, sneaky Leuten umgeben. Also hier hast du einen Mann oder eine Frau, der dir immer auf der Hut sein muss, weil so Frenemies. Dieser Mann, diese Frau hat sehr viele Frenemies. Eieiei. Und hier gönnt euch jemand euer Glück nicht. Guck. Wirklich. Hier hat jemand, das kann eine Ex sein, ein Ex sein. Das kann aber jede Person sein. Irgendjemand erträgt es nicht. Wenn ihr zwei zusammen seid, wird es jemand nicht ertragen und wirklich, wirklich, sprichwörtlich versuchen, eure Partnerschaft auseinanderzubringen. Und ja, wirklich einen von euch beiden zu eliminieren. Also so Fallen stellen. Ganz was, ihr lieber Gott hier. Setback, ja. Also hier gibt es Leute, die ihm oder ihr das Glück nicht gönnen. Das ist halt so. Umso mehr Erfolg du hast, umso mehr, ne, umso einsamer wird's da oben an der Spitze. Also dieser Mann, diese Frau hat einen, kannst du sagen, einen Feind. Dieser Mann, diese Frau hat einen Feind. Und dieser Feind versucht, das Leben dieses Mannes, dieser Frau zu zerstören oder den Erfolg zu sabotieren.
Und ich muss dir auch sagen, dass wenn es nicht jetzt ist, dann muss es in der Vergangenheit gewesen sein. Hier haben wir einen Mann, eine Frau, der oder die wurde auf die schlimmste Art und Weise belogen, betrogen und hintergangen. Auf die schlimmste Art und Weise, wie man es sich nur vorstellen kann. Aber man ist dann wieder auferstanden. Guck hier, die Auferstehung. Phönix aus der Asche. Dieser Mann, diese Frau ist im Leben auferstanden. Richtig auferstanden. Und das hatte ich ja auch in Stapel 2, da hatte ich die Wiedergeburt. Auferstanden und hat es alleine aus dem Nichts geschafft. Wirklich self-made. Das ist hier der amerikanische Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Wirklich. The American Dream. Von ganz arm bis self-made. Und ist auch noch dabei, also. Und wenn ihr ein Paar seid, werdet ihr ein Power-Couple sein. Aber es gibt Leute, die euch dieses Glück nicht gönnen. So dass ihr so Glück in der Liebe und auch noch so Erfolg, ne, im Leben, dass irgendjemand, ihr werdet hier eine Person haben, die wirklich ständig versuchen wird, euch auseinanderzubringen. Ach du lieber Gott, und ich bin Stapel 3. Prost Mahlzeit. Ja, aber hier hat jemand ein kindliches Gemüt, weil wir hier Child Magical haben. Hier ist jemand, und dabei ist es egal wie alt. Das Alter spielt keine Rolle. Wir haben hier eine Person mit einer sehr, so, hat etwas kindlich Magisches an sich. Große Ausstrahlung, sehr starke Ausstrahlung, wirklich. Wie ein Paradiesvogel, bunter Vogel. Verstehe mich richtig, die Liebe, das wird zwischen euch großartig. Das wird eine sehr erfolgreiche Liebe, muss ich wirklich sagen. Ihr werdet nicht die Finger voneinander lassen können. Immer am Knutschen und Händchen halten und wirklich so viel Knutschen. Ich sehe hier viel Knutscherei. Sehr viel Geknutsche und Geknuddel und komm mal her und immer am Vorbeilaufenden immer so ein Kusch, ein Kusch. Einen Kuss erhaschen. Ganz, ganz toll. Hat irgendwie was, dieser Mann, diese Frau hat so ein bisschen was Magisches, so. Aber so eher so etwas, was wir Kinder haben, weil ich habe ja Child Magical. Wie so ein magisches Kind, wie so Little Buddha oder weiß ich nicht, wie Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, Buddha. Wie so ein Prodigy. Wie so ein. Aber wie ein Kind gefangen im Körper eines Erwachsenen. So musst du dir das vorstellen, ja? Sieht auch unglaublich jung aus für sein ihr Alter. Dieser Mann, diese Frau sieht für sein Alter, für ihr Alter unglaublich jung aus. Es ist unglaublich. Es ist, als ob jemand, anstatt älter zu werden, immer jünger wird. Vom Aussehen, von der Art. Als ob sich jemand ständig verjüngt. Heilung. Oh, hier haben wir es mit einem Heiler, mit einer Heilerin zu tun. Diese Person hat die Gabe der Heilung. Heilende Hände. Dieser Mann, diese Frau hat heilende Hände. Kann Menschen heilen. Regelrecht heilen. Guck mal hier. Mit dem Solarplexus. Guck mal hier. Sehr starke, sehr aktive Chakren. Weil wir hier überall die Chakren haben. Hier sind die ganzen Chakren. Oh. Extrem aktive Chakren, aber sowas von hat die Gabe der Heilung, kann die Menschen heilen. Heilende Hände. Kann mit den Gedanken heilen, kann mit den Händen heilen, mit der Energie heilen. Heilende, magische Energie umheilt diese Person. Und dabei ist es egal, ob man etwas Spirituelles tut oder einfach nur, wenn man mit Menschen zu tun hat und heilend wirkt. Okay? Kann die Menschen heilen. So, ein bisschen Guru-Qualität. Dieser Mann, diese Frau hat ein bisschen Guru-Qualität. Aber ich muss auch dazu sagen, dass dieser Mann, diese Frau noch aus einer alten Geschichte, das ist hier
Man wurde aufs Schlimmste, auf Schli dieser Mann, diese Frau hat irgendeine schlimme Kindheit hinter sich. In der Kindheit muss etwas vorgefallen sein bei diesem Mann, bei dieser Frau. Ganz, ganz schlimm. Man war richtig, irgendwem war man mal, so, war man mal ausgesetzt. Irgendeiner Person war man mal ausgesetzt. Eine Person, die Infantilität, die Hilflosigkeit dieses Kindes ausgenutzt hat. Das kann jeder sein. Kann der Schule gewesen sein, das kann der Familie gewesen sein, in der Nachbarschaft gewesen sein. Und davon heilt man. Man ist immer noch am Heilen. Und wenn es nicht als Kind war, kann auch als Jugendliche sein. Vielleicht wurde man stark gemobbt oder sowas in der Art. Aber irgendwas ist in der Kindheit oder in der Jugend passiert. Und davon heilt man immer noch. Man ist immer noch davon am Abheilen. Oh mein Schatz, guck dir das mal an, siebtes Haus. Ich sag, aber ich habe hier Knutscherei. Ich habe hier ständig, guck mal hier, Knutscherei. Händchen halten und Knutscherei. Werdet unglaublich viel. Zärtlichkeit spielt in dieser Partnerschaft. Oh Gott, danke Gott. Mir ist es nämlich auch sehr wichtig. Zärtlichkeit spielt in dieser Partnerschaft eine unglaublich große Rolle. Dieses permanent Knutschen, Händchen halten, streicheln, sich umarmen, das wird auch so bleiben. Ne? Das ist klar, so die ersten, so das erste Jahr, da ist man immer so und dann lässt das nach. Das wird hier nicht nachlassen. Das ist etwas, das wird euch immer bleiben. Dieses sich ständig umarmen, knutschen und Zärtlichkeit und so. Knuddeln, das wird euch bleiben. Das ist etwas, da ist eine starke Anziehungskraft zwischen euch beiden. Das heilt euch, das hat etwas Heilendes. Wenn ihr euch umarmt, wenn ihr euch küsst, wenn ihr zärtlich seid, das hat etwas Heilendes. Und deshalb bleibt es. Also ihr habt ein starkes Band. Das Band, das muss ich sagen, in allen drei Stapeln. Das hatte ich in allen drei Stapeln. Im Bereich der Liebe habe ich wirklich alle drei Stapeln sind. Das habe ich nicht immer gehabt. Das ist wirklich das allererste Mal, wo ich sagen muss, in der Liebe ist es großartig. Aber halt so, was die Leute jetzt im Leben so. Wobei Stapel 1 war großartig, aber Stapel 2, da war auch in der Vergangenheit kein leichtes Leben, aber hier noch mehr. Hier ist wirklich etwas sehr Signifikantes passiert im Leben dieser Frau, dieses Mannes. Und das kann in der Kindheit, in der Jugend sein, wo man immer noch davon abheilen muss. Aber ich sag ja, das ist hier ist jemand wie wiedergeboren, wie Phönix aus der Asche, wirklich verbrannt und dann hat man es alleine geschafft, wieder rauszukommen. Und seitdem ist man wie ein Feuervogel, wirklich wie ein Feuervogel. Phönix. Wie ein Phönix. Und dadurch war es ich, dadurch, was ich hier sehe, ist dadurch, dass jemand alles das überstehen musste, das hat ihn sie stark gemacht. Deshalb ist man so stark geworden. Ich habe hier übrigens Sternzeichen Waage. Jemand könnte Zwillinge Waage, Wassermann, Waage. Waage kommt sehr stark durch. Sternzeichen Waage. Dadurch, dass man alles das erlebt hat, ist man aber so stark geworden, so selbstbewusst. Ja, das Solarplexus wurde trainiert dadurch. Horse, guck mal, zweimal Pferd. Freedom, Action. Ja, es ist ein Mann, eine Frau, der die liebt, seine, ihre Freiheit, braucht auch Action. Also auch hier habe ich, langweilig wird's nicht. Hier ist man ständig wie ein Stapel 1. So Action, Action, Action ist sehr wichtig. Aber eine sehr freiheitsliebende Persönlichkeit, ja, sehr freiheitsliebend. Und ist auch immer am Machen. Immer am Machen, Machen, Machen. Das ist wie ein Stapel 1, hatte ich auch. Immer am Machen, Machen, Machen. Ist eine reine Seele, muss ich dir wirklich sagen. Pure Soul. Sag ihr, Child Magical.
Das ist hier, das hier wirklich eine sehr reine Seele. Und die meistens erleben genau die dann solche Dinge in der Kindheit oder in der Jugend. So reine Seelen, ne? So die Opposition Gottes liebt reine Seelen. Die will man dann beschmutzen, kaputt machen, zerstören. Und die Opposition Gottes, die bedient sich dann so labiler Seelen, die man benutzen kann, um eben Negatives zu tun. Um diese reinen Seelen kaputt zu machen, die irgendeine Aufgabe haben. Diese Person hat, weil ich hier The World, also diese Person hat irgendeine Aufgabe im Leben. Das hatte ich schon mal. Das hatte ich schon mal. Da war ich auch in dem Stapel. Da hatte ich auch einen Mann, eine Frau, die irgendeine besondere Aufgabe hat im Leben. Bleibe aufgeschlossen. Siehst du, ich habe gesagt, Altersunterschied könnte auch eine Rolle spielen. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Also dieser Mann, diese Frau könnte auch ethnisch betrachtet aus einem völlig anderen Land kommen, anders, völlig anders aussehen als der Typ, den du sonst immer hattest, okay? Also ihr werdet beide, du für sie, für ihn, er oder sie für dich, werdet ihr Typ Mann, Typ Frau sein, den ihr so, die ihr so noch nie hattet. Wie gesagt, entweder aus einem völlig anderem Land, ethnisch, vom Aussehen her. Wirklich, wie Tag und Nacht. Und trotzdem seid ihr Seelengefährten. Das hatte ich wirklich jetzt in allen drei Staaten, hatte ich auch so diese spirituelle Liebe und Seelengefährten, Twin Flames. Ihr seid füreinander nicht so der typische Typ, den ihr sonst habt. Also hier kommen zwei Leute zusammen, die sonst einen völlig anderen Typ Mann, Typ Frau immer haben oder hatten. Und trotzdem wird eure Beziehung, obwohl ihr so wie Tag und Nacht seid, werdet ihr eine Partnerschaft haben, die so schön ist, als mit all den Menschen, die ihr hattet, die so vom Typ her vielleicht eher gepasst hätten, aber eigentlich waren das unglückliche Beziehungen. Und jetzt kommt ihr hier zusammen. Also hier könnte wirklich, hier könnten die Leute auch sich umdrehen und sagen, was irgendwie so, wie seid ihr denn, wie habt ihr denn zueinander gefunden? Weiß ich nicht, vielleicht ist jemand besonders groß und jemand besonders klein, jemand besonders dünn, andere besonders mollig, oder vielleicht auch unterschiedliche Hautfarben oder unterschiedliche Ethnizitäten oder einfach so völlig unterschiedlich aussehen, ja. So ganz krass, also ihr könntet äußerlich auch ganz krass unterschiedlich aussehen, wo die Leute sich immer fragen, wie habt ihr zueinander gefunden? So ungewöhnlich, ist halt ungewöhnlich. Ja, aber oftmals sind genau das ist dann die Liebe des Lebens, okay? Also, aber ich muss dir sagen, hier wird es Leute geben, denen wird eure Partnerschaft nicht schmecken. Die werden gegen diese Partnerschaft ankämpfen. Neid, pur Neid. Das hatte ich aber auch, hatte ich das in Stapel 2 hatte ich das auch, ja. Das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm. Befreiung, guck mal hier, Submission. Und hilfsbereit, eine unglaublich hilfsbereite Person, wie hilfsbereit. Sehr so Charity-like. Hier haben wir Venus in Fische. Venus in Fische ist exaltiert, exalted. Venus fühlt sich in Fische sehr gut. Also Venus in Fische ist so wirklich, wirklich Charity. Und hier haben wir hilfreicher Mensch. Eine Person, die unglaublich viel gibt, hilft, macht, tut. Vielleicht auch so, weiß ich nicht, so irgendeine Charity, eine Stiftung gründet, Schulen oder Gelder, Fundraising, irgendwie so, um Kindern und Schwachen und Alten zu helfen oder Menschen glücklich zu machen, Geschenke zu machen. Hier könnte jemand auch in der Familie sehr generös sein. Sehr, sehr hilfsbereite Person. Liebt es, andere zu beschenken.
aber ist immer noch dabei, sich von irgendwas zu befreien. Guck, hier sehen wir einen Vogel. Die Tür ist auf, ne? Noch nicht, ist noch nicht, ist noch in Heilung. Dieser Mann, diese Frau hat etwas ganz, ganz Schlimmes erlebt. Wurde vielleicht verlassen, belogen, betrogen oder sonstige andere Dinge, die da vorgefallen sind. Und kann vielleicht auch sehr arm, aus sehr armen Verhältnissen kommen. Vielleicht wurde man adoptiert, vielleicht ist man in einem Heim aufgewachsen. Das war nicht einfach, was man hier als Kind erreicht hat. Er oder sie könnte als Kind vielleicht auch eine Zeit lang in der Öffentlichkeit gestanden haben und hat dadurch auch sehr viel Mobbing erlebt. Nur als Beispiel. Als Junge oder als Mädchen war man im Sport so eine richtige Ikone, so Prodigy, sage ich ja, irgendein Talent. Kann auch ein künstlerisches Talent sein, sportliches Talent sein. Man stand in der Zeitung und so. Und dadurch hat man viel Neid, sehr viel Neid angezogen. Und wurde dann vielleicht, sage ich ja hier, auch vielleicht von Schülern oder anderen Kindern gemobbt, gehänselt, aus Neid. Das ist jetzt eine ganz, ganz bestimmte Reisegruppe, muss nicht unbedingt sein. Ja. Venus im... Vor allen Dingen Venus in Fische, das ist hier eine sehr künstlerische Person auch. Hier können, weil das 12. Haus steht auch für Musik. Hier könnte jemand auch sehr musikalisch sein. Das hatte ich übrigens Stapel 1 ganz stark. Aber auch andere künstlerische Aktivitäten. Hier könnte jemand ein Faible, weil das ist ja Neptun, ein Faible für Filme haben, ein Faible für... künstlerisch, Kunstkultur, Musik, darstellende Künste. Aber man ist noch am Abheilen. Hier heilt noch jemand von einer Sache, die irgendwann mal passiert ist in seinem, ihrem Leben. Unter anderem natürlich auch hier diese Armutsgeschichte. Wow. Das ist hier karmisch. Karmic Relationship. Also ihr werdet hier auch eure Ups and Downs haben. So ist es nicht, ne? Aber das wird euch näher zusammenbringen. Ihr habt irgendwelche karmischen Dinge, die ihr abarbeiten müsst. Auch gemeinsam als Paar. Aber ihr zwei kennt euch aus einem früheren Leben. Das steht fest. Das ist hier wirklich, wirklich Soulmate. Steht ja hier. Dein Seelengefährte steht ja. Das ist hier Soulmate. Und das wird eine ernsthafte, wir haben hier 7. Haus. Das wird aber schon, ihr werdet euch ausbalancieren. Deshalb also keine Sorge. Es kann sein, dass es am Anfang holprig anfängt. Vielleicht seid ihr misstrauisch zueinander, also vielleicht traut ihr euch nicht über den Weg oder ihr spiegelt euch, weil das ist hier Spiegelung, Trigger, weil ich habe hier Triggers, okay? Fleeting, Triggers, Turmoil, Resentment, Lessons, Letting Go and Loving You. Also es kann sein, dass es wirklich am Anfang wird, ist es holprig und dann macht's Klick. Irgendwann kommt dieses... Klick. Und dann seid ihr ein Herz und eine Seele und alles ist gut. Aber am Anfang werdet ihr karmische Aufgaben zu lösen haben. Und die werdet ihr auch lösen. Sonst würde das nicht hier zu einem Liebesglück führen und in Verbindung mit dem 7. Haus. Ja? Auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Also das ist hier wirklich Everlasting Love. Everlasting Love, open up your eyes, then you realize, here I stand with my Everlasting Love. From the very start, you opened up my eyes. Oder sowas? Also das ist wirklich Everlasting Love. Das ist eine Liebe, die... auf ewig wert.
Aber ihr kennt euch aus einem früheren Leben. Das ist definitiv klar. Definitiv. Oh, guck mal. Also im Bereich der Liebe sind alle drei Stapel der Burner. The Burner, the Burner, the Burner. Partnerships und Alliances. Ihr werdet euch wirklich gegenseitig unterstützen. Ihr werdet ein Power-Couple werden, habe ich euch gesagt. Ihr seid beide sehr hilfsbereit. Ihr werdet euch beide helfen, helfen. Ihr werdet hier auch gegen Neider und Frenemies werdet ihr kämpfen müssen. Das sind die, die vielleicht am Anfang einen Keil zwischen euch treiben werden. Aber wenn das mal überwunden ist, dann no chance, no chance. Dann seid ihr hier, guckt da. Das ist hier Thelma und Louise, Bonnie und Clyde. No chance. Das ist hier großartig. Ihr werdet euch gegenseitig helfen in eurem Business, in eurem Leben, in emotional und in allen Bereichen. Aber es wird am Anfang nicht leicht, sag ich dich gleich. Sag ich dir gleich. Das wird am Anfang nicht leicht. Das ist erstmal viel Karma. Viel Karma und auch Karma von außen. Leider. Diese Probleme werdet ihr erst einmal, also, na, wie sagt man? Oh, wie sagt man denn? Eliminieren müssen. Und ihr müsst reden. Ihr werdet auch viel reden. Das kommt noch. Ihr werdet dann irgendwann anfangen zu reden. Wahrscheinlich, weil ihr am Anfang nicht so viel miteinander redet. Secluded hier, so Rückzüge. Beide zu Rückzügen neigt. 12. Haus, Fische. 12. Haus, da zieht man sich oft gern zurück. Und irgendwann fangt ihr dann an zu reden und werdet feststellen, dass ihr beide sehr ähnlich tickt, sehr die gleiche Art und Weise habt zu reden und zu denken. Dass ihr euch sehr ähnlich seid, sehr ähnlich. Hier sind viele Parallelen, viele, 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 viele Parallelen. Irgendwann balanciert sich diese Beziehung aus. Also ihr werdet noch zu einem wirklich ein harmonisches Paar werden. Aber ich sag ja, entweder lernt ihr euch kennen, weil irgendjemand die Dienste des anderen in Anspruch nimmt. Und dann, es kann berufliche Natur sein, es kann hobbymäßig sein, es kann freundschaftlich sein, was auch immer. So ein Freundschaftsdienst oder Dienste in Anspruch nehmen. Und dann wird daraus Liebe. Und am Anfang ist es wirklich schwierig. Hier könnte es eine dritte Person sein, die einen Keil zwischen euch treibt. Aus purem Neid und Eifersucht. Vom Aussehen her, also was ich hier habe, ist, dass diese Person so entweder extrem schlank ist oder so robust. Ich habe hier so einen robusten Körper. So praktisch, quadratisch gut. Entweder ich habe wirklich zwei Varianten. Entweder so ganz, ganz schlank, ganz, ganz schlank oder robust, so kompakt. So, vielleicht auch so, weil ich jetzt einmal ein Pferd habe, so muskulöse Beine, starke muskulöse Beine oder so ein bisschen Husky-mäßig. Ja? Im Englischen gibt es dafür eine Bezeichnung, so Husky. A little bit Husky. Understanding, witness, compassion, she who listens. Guck mal hier. Ach, guck mal hier. Eine gute Zuhörerin, guter Zuhörer. Wenn es eine Frau ist, kann auch ein Mann sein. Kann auch ein Mann sein. Es gibt auch Männer, die sich schminken. Wenn es eine Frau oder Mann ist, die oder der sich schminkt, dann hat man hier ein großes Talent zum Schminken. Diese Person kann sehr, also klar, meistens sind es Frauen, aber es, wie gesagt, es gibt auch, ne, gibt ja auch Männer, die sich schminken. Kann ja auch hier, könnte jemand zum Beispiel auch so Transgender sein, ja, auch das kann es sein. Oder eine Vergangenheit haben, ne, ist vielleicht jetzt mittlerweile Frau oder Mann, aber in der Vergangenheit dann
Also mit Transgender-Vergangenheit. Da hat man mich korrigiert, dass man das dann so sagt, wenn jemand bereits also dann sozusagen operiert ist und dann diese Transition stattgefunden hat und dann eine Frau oder ein Mann ist, dann sagt man eine Person mit Transgender-Vergangenheit, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auch das kann es sein. Aber ansonsten, wenn es eine Frau ist, dann kann diese Frau sich sehr gut schminken oder kann mit Make-up unglaublich gut umgehen. Ich habe hier sehr viele Ringe. Das kann ein Mann oder eine Frau sein, der oder die sehr viele Ringe trägt oder Ringe liebt. Auch hier kommen die Augen. Die Augen kommen sehr stark durch. Haarfarbe habe ich hier auch alles Mögliche. Von schwarz bis rötlich-braun, rötlicher Stich kommt stark durch, dunkelbraun, blond, Haarfarbe habe ich alles dabei. Haarlänge und Haarfarbe von Pagenschnitt bis lange Haare, lockig, glatt, kurz. Da habe ich jetzt nichts Spezifisches. Nur mit dem Körper, da habe ich entweder sehr schlank, entweder ist die Person sehr schlank oder so ein bisschen so. Wie nennt man das? Ja, im Englischen sagt man Husky dazu, so kompakt, so robust, robust, so robuste Beine, robuste Arme, so ein bisschen robust. Also starker Knochenbau könnte es auch sein. Hier könnte jemand auch gerne so bauchfreie Sachen tragen, was natürlich bei Frauen sehr oft der Fall ist, so bauchfrei. Gerade wenn es eine sehr schlanke Person ist. Sehr verspielt, sehr verträumt und eine ganz tolle Zuhörerin, ganz toller Zuhörer. Wirklich. So kann dir wirklich sehr, so verständnisvoll. Deshalb sage ich hier, Venus in Fische. Hier könnte jemand auch stark, signifikant Fische in der Chart haben. So hilfsbereit, verständnisvoll. Humanitär, weil guck mal hier auch, guck mal hier, so handreichend, ne? Hilfreicher Mensch und auch hier so heilen, das Heilen ist ja 12. Haus Fische, ne? Venus in Fische, hier Verständnis, Compassion, ja, Understanding, Compassion. Eine sehr verständnisvolle Person, die zuhört und ein Ohr für dich hat. Die Leute nicht verurteilt, aber das liegt daran, weil man selber so viel durchgemacht hat. Dieser Mann, diese Frau würde nie jemand verurteilen aufgrund des Aussehens, ob man Geld hat oder nicht, ob man Status hat oder nicht, weil man selber alles Mögliche schon erlebt hat. Von Armut bis Lug, Betrug, Verrat, Mobbing, im Stich gelassen. Also wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten. Und man ist immer noch am Heilen. Aber das hat auch, muss ich dazu sagen, das hat diesen Mann, dieser Frau überhaupt erst zu einem Heiler werden lassen. Alles das, was man erlebt hat. Hier kriege ich Chiron rein. Hier muss jemand ganz, ganz stark Chiron haben. Also eine starke Chiron-Platzierung. Der verwundete Heiler. Ja? Damit kannst du dich bitte beschäftigen. Chiron wird geschrieben: Cäsar, Heinrich, Ida, Richard, Otto Ki und Nordpol. Chiron. Mit CH, Chiron. Chiron, der verwundete Heiler. Lies mal etwas darüber. So, vielleicht abgelehnt worden von der Mutter, von den Eltern. Sag ja, hier könnte jemand in einem Heim aufgewachsen sein. Ja. Hat viel Ablehnung erlebt. Aber ist wie hier, self-made. Oder ist dabei. Ist mittendrin oder hat es schon. Armut, aus alles das, aber alles alleine wie ein Phönix aus der Asche. Und eine sehr liebevolle, zärtliche Persönlichkeit. Weil ich habe hier, guck mal, Fische sind sehr liebevoll, romantisch und zärtlich. Waage, auch sehr liebevoll, können auch sehr romantisch sein. Zwar auch kopflastig, ne? Weil ich habe hier Zwillinge, Waage, Wassermann. Gut im Kommunizieren, das hatte ich übrigens auch in den anderen Stapeln. Eloquent, rhetorisch, weil ich hier den Pagen der Schwerter habe. Eine sehr beobachtende Person. Du wirst hier, guck mal hier so
Ich bin für dich da, ich höre dir zu. Sag mal, was ist denn dein Problem? Ich höre dir zu. Weißt du, so richtig verständnisvoll. So würde dich nie verurteilen wegen irgendwas, wie du aussiehst oder was du hast oder was du nicht hast. Gar nicht. Sehr verständnisvoll, sehr liebevoll. Hat ständig das Bedürfnis zu helfen und zu heilen. Aber hat auch viele Frenemies. Das ist so. Umso reiner eine Seele ist, umso mehr benutzen diese negativen Energien Menschen, die sehr niedrig schwingen. Und die werden dann als Dummy-Figuren benutzt, um dieser Person zu schaden. Diese Menschen wissen noch gar nicht, dass sie benutzt werden. Die empfinden dann Neid, Eifersucht, wollen dann diese Person zerstören, ohne zu wissen, warum. Die wissen dann gar nicht, warum. Die haben einfach nur das Bedürfnis, dieser Person zu schaden und merken gar nicht, dass sie eigentlich von irgendwelchen Entities, von diesen negativen Energien benutzt werden. Ja, die schwingen sehr niedrig, die haben nicht unbedingt gerade, ja, die besten Charakteren oder haben auch sowieso schon von ihrem Naturell die Neigung, so zu sein. Und dann haben diese negativen Energien, haben leichtes Spiel mit solchen Menschen, ne? Die bedienen sich dann derer Persönlichkeit, um dann solchen Menschen, die so eine Begabung haben, andere zu heilen, die reine Seelen sind, um die zu beflecken. Ja, um die zu beflecken. So ist das halt. Aber das wird eine Liebe, die halten wird. Ich habe hier nämlich siebtes Haus. Und dann hier. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Eine sehr magische, das ist hier Chosen One. Diese Person ist ein Chosen One, eine Auserwählte, ein Auserwählter. Hier, diese Person. Eine auserwählte Person. Für irgendwas, was auch immer. Das kann alles Mögliche sein. Einfach um Menschen zu heilen, Menschen zu helfen, Menschen Hoffnung zu geben. So eine lichtbringende Person. Ja, eine Licht- und Hoffnung- und Liebe-bringende Person. Und das ist, habe ich ja gesagt, und solche Menschen, solche Seelen werden dann von der Opposition Gottes angegriffen, ein Leben lang. Ein Leben lang wirst du angegriffen. Deshalb wird diese Person angegriffen. Und klar, wenn du auch so bist, wenn du sagst, Mensch, das hört sich ja alles nach mir an, dann seid ihr zwei Spiegel, dann seid ihr zwei Auserwählte, die zusammengefügt werden, um the world irgendetwas zu tun. Sag ja hier, guck, zu hohen Ehren kommen. Und zwar als Paar. Und das da natürlich, ne? So, da geht was, du. Da wird natürlich die Opposition Gottes, wird dann alles dafür tun, damit ihr das Gute, was ihr in die Welt bringen wollt, das Licht und die Liebe, damit ihr nicht dazu kommt. Dann bekommt ihr Probleme, Schwierigkeiten, Menschen, die euch Steine in den Weg legen, die einen Keil zwischen euch treiben, damit ihr gar keine Zeit habt, das Gute zu tun. Dann seid ihr so mit eurem Leben beschäftigt, dass ihr gar keine Zeit habt, das Gute in die Welt auszusenden. Ne? Das ist hier, habt ihr so viele Hürden in eurem Leben, die ihr ständig bewältigen müsst, dass ich sag mal, die eigentliche Aufgabe nicht umgesetzt werden kann. Aber am Ende siegt die Liebe, am Ende siegt das Licht. Es ist nur halt anstrengend, dahin zu kommen, weil ihr immer wieder aufgehalten werdet. Aber ich sag ja, das ist nur am Anfang. Diese karmischen Schwierigkeiten, die zwischen euch da sind, sind nur anfänglich. Irgendwann werdet ihr reden, ihr werdet anfangen zu reden und auszutauschen. Und dieses Miteinander reden wird dann Heilung in eure Verbindung bringen. Und dann werdet ihr dieses auserwählte Paar, ein Power-Couple sein, die Gerechtigkeit, Glück, Liebe, Licht, Hoffnung in die Welt hinausbringen. Weil ihr da sehr ähnlich seid. Okay? Ihr habt eine Aufgabe als Paar. Das ist hier eine Aufgabe. Das war mir klar, dass mir so jemand begegnet. Das war mir klar. Dass so jemand mir geschickt wird. Und dir auch, mein Schatz, wir sind ja beide hier in Stapel 3 gelandet. Ja.
Wir haben eine Aufgabe. Und uns wird hier ein Pendant geschickt, damit wir gemeinsam diese Aufgabe lösen können. Aber dass natürlich diese negativen Energien versuchen, uns einen Keil reinzutreiben, das ist klar. Ne? Das, so ist das halt. Ich gucke, ob ich noch irgendwas channeln kann. Was ich hier auch reinbekomme, hier könnte auch jemand im Bereich der Medizin tätig sein, weil ich hier Heilung habe. Und das 12. Haus, hier könnte zum Beispiel jemand in Heilung im Bereich in einem Krankenhaus arbeiten, in einer Arztpraxis arbeiten, im Bereich der Psychologie arbeiten. Alles, was mit Heilung zu tun hat. Spiritualität sowieso, 12. Haus, ja. 12. Haus ist so Krankenhaus, auch Arztpraxis. Hier könnte jemand auch mit so in Suppenküchen arbeiten oder ehrenamtlich arbeiten. Auch im Bereich der Justiz, 7. Haus ist Bereich The Law, ist in der Justiz arbeiten. Arzt, Krankenhaus, Reha, also auch in der Reha, in einer Reha arbeiten. Vielleicht lernt ihr euch auch dort kennen, das kann ich auch nicht ausschließen, dass ihr euch darüber kennenlernt. Mir, ja, wenn ich schweige, bin ich am Channel, mein Schatz. Eine sehr, sehr liebevolle Person. Das muss ich wirklich sagen. Sehr liebevoll, sehr verständnisvoll. Kümmert sich gerne. So. Ja, ich hab ja hier. Fische und Waage, ne? So. Viel Mitgefühl. Sehr viel Mitgefühl. Sehr empathisch, intuitiv, hellfühlig, hellsichtig. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man das jetzt beruflich nutzt oder nicht nutzt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Diese Person könnte gerne, so macht gerne vielleicht Fahrt mit dem Fahrrad oder reitet gerne oder fährt gerne Motorrad oder irgendwas, was ein Rad hat. Man liebt, eventuell liebt man es, sich zu kostümieren oder liebt das Theater, also weil 12. Haus sind ja auch künstlerische Aktivitäten und Waage, Venus. Ich habe hier zweimal die Venus. Also hier könnte jemand auch so entweder beruflich oder als Hobby im Theater arbeiten, also so Schauspiel im Bereich arbeiten oder irgendwas Künstlerisches machen. So irgendetwas, wo man sich dann auch verkleidet. So Schauspiel und Theater kriege ich auch ganz stark rein. Oder könnte auch so Filme lieben, so die in diesen Jahrhunderten spielt, ja, so alte Jahrhunderten. Oder Film überhaupt, Film und Musik, Neptun. So Film und Musik, Kunst, Kultur. Weil ich sag, ich wiederhole nochmal 12. Haus und Venus. Das ist hier alles Künste, Kunst. Sehr sinnliche Person, sinnlich und zärtlich, braucht viel Körperkontakt und Küssen. Küssen, 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 küssen. Ihr werdet euch den ganzen Tag lang immer noch küssen. Und das ist nicht nur am Anfang, das wird euch bleiben. So dieses Knuddeln und Knutschen und Händchen halten. So stundenlang wirklich auch sogar auch so umarmt einschlafen. So dieses sich ineinander verknoten wie eine Brezel. Das kommt ja ganz stark durch, ja. Ihr braucht so ständig, aber das ist, weil es etwas Heilendes hat. Es heilt euch, ihr braucht das beide. Das hat etwas Heilendes. Und ihr seid beide so. Also, weil es gibt ja Menschen, die mögen das nicht, so diese ständige, ach, muss mir ständig da knutschen und
Ach, Schatz, ist mir zu viel. So, ne? Das habe ich hier nicht. Ihr seid beide so. Ich habe hier zwei Leute, die das beide ständig brauchen. Weil es gibt Leute, die mögen das nicht. So dieses ständig so umarmen und knutschen und da mag ich nicht so. Das habe ich hier nicht. Hier ist genau das Gegenteil. Zwei Leute, die das permanent brauchen. Kann sogar sein, dass andere sagen, oh, hier zwei hört am Geknutsche und umarmen. Ihr kriegt auch nicht genug voneinander. Das ist ganz, dass ihr das dann so von anderen hören könntet, ja. Und wie gesagt, ein Altersunterschied kann eine Rolle spielen, muss nicht unbedingt. Und oder, kann auch beides sein, Äußerlichkeiten. Ihr seht wirklich aus wie Tag und Nacht, wirklich. Wo jeder sagt, wie habt ihr zwei, die so unterschiedlich aussehen, wie habt ihr zwei zueinander gefunden? Das frage ich mich. Also diese Aussagen könntet ihr durchaus dann auch hören. Weil ihr so auch vom Aussehen her so total unterschiedlich aussieht, ja. Ganz krass, ein krasser Unterschied. Und wenn es nicht äußerlich ist, wenn es keine Äußerlichkeiten sind, dann, wie gesagt, dann Altersunterschied oder der Background. Einer von euch beiden ist hoch studiert und die andere Person hat noch nicht mal einen Schulabschluss. Oder einer von euch beiden kommt aus einer wohlhabenden Familie oder ist sehr wohlhabend und die andere Person stammt ursprünglich, weil ich habe ihr gesagt, diese Person ist dabei oder hat es bereits geschafft, aus diesem ärmlichen Verhältnis rauszukommen. Aber so vom Background her. Also du kommst vielleicht aus einer Familie, die sehr wohlhabend ist und diese Person stammt aus einer Familie, die schon immer sehr arm war. Ja? Oder die nicht viel besessen haben. Also, dann sag ja, der Background, hier könnte auch der Background so wie Tag und Nacht sein. Das kann Bildung sein, Herkunft, Ethnizität, Aussehen. Irgendwas ist bei euch so krass unterschiedlich. Und wo andere eben nicht verstehen können. Wie so zwei, die so unterschiedlich sind, so zusammengefunden haben und Liebe führen. Ja, wo die Liebe hinfällt. So ist es halt manchmal, ja. Aber eure Partnerschaft wird viel Neid auf sich ziehen. Und hier könnte es eine Ex oder einen Ex geben, mit dem er oder sie noch irgendeine karmische Geschichte laufen hat, die euch nicht in Ruhe lässt. Hier gibt es noch einen Ex oder eine Ex, der oder die einen Keil zwischen euch treiben könnte. Und wenn es nicht der, die Ex ist, irgendeine Person. Das kann die Mutter sein, es kann der Vater sein, es kann ein Familienmitglied sein, es kann der beste Freund, die beste Freundin sein. Also irgendjemand erträgt es nicht, dass ihr zwei zusammen seid und zusammenfindet. Und wird versuchen, aber wird nicht gelingen. Denn ich sehe, dass ihr zwei, wenn ihr endlich mal hier geredet habt und zueinander findet, ist das eine Partnerschaft, wo man auch wirklich alt wird zusammen. Ja? Wirklich. Siebtes Haus. Das sind jetzt so Randbemerkungen. Dieser Mann, diese Frau könnte ein Faible fürs Schachspielen haben. Ja? Hier könnte jemand auch so gut im Schach sein, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist man da irgendwo im Verein, Schachverein oder liebt Schach oder liebt Strategiespiele, auch das kann es sein, können so Computerspiele sein, aber dann so Strategiespiele oder Filme, es können auch Filme sein, so antike Filme, so die für Schwarz-Weiß-Filme oder so. Die in früheren, oh Gott, Merkur, macht mich wahnsinnig, so in früheren Jahrhunderten spielt. Oder einfach so Retro-Filme, ja? Retro-Filme. Filme von früher. Im Frühjahr war mehr Lametta. Auch Ritterspiele. Was ich auch reinbekomme,
dass hier jemand entweder er oder sie könnte Meditation betreiben oder Tai Chi oder Qigong. Hier, ne, kommt es ganz stark durch. Meditation, Tai Chi, Qigong. Auch eine eine Kampfsportart, ja, irgendeine asiatische Kampfsportart, muss nicht asiatisch sein, aber irgendeine Kampfsportart, entweder hat man damit begonnen oder man wird damit beginnen oder man hat das früher gemacht, das kann auch sein, dass man es das jetzt nicht macht, Judo, Karate, Kickboxen, sowas, Selbstverteidigung, irgendwie sowas in der Richtung. Dieser Mann, diese Frau liebt Feste oder Festivals, so wo viel los ist, ne? Action, ich habe hier Action, so Parade, so wo so Parade ist und ja, so wie man das so aus England kennt, so mit Pferde, Parade, so wie nennt man das? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne, wo man dann, und wie eine Parade, so Prozessionen oder Feste oder Paraden, so Stadtfeste, Schützenfeste, auch das hier könnte jemand noch ein Schützenverein sein, das kann es sein. Aber liebt so Stadtfeste, Schützenfeste, so alle möglichen Feste und natürlich auch, wo dann auch so Parade, Pferde und die dann so aufgetakelt, geschmückt oder auch die Leute, die dann so Kostüme tragen und so weiter. Also weil hier habe ich auch, dass jemand, das ist auch sehr speziell jetzt, hier könnte jemand auch ein Faible für Pferde haben, Pferderennen oder Pferde an sich oder Motorräder, Fahrräder. Auch für Autos, so schnelle Autos, Pferdestärken, weil ich habe Pferdestärke, ne? Dass jemand auch ein Faible für Autos hat, irgendwas, was schnell ist, so Pferdestärke hat. Kostümierung auch, Kostümierung genauso. Hier liebt jemand Kostüme, Kostümierung, sich verkleiden, Fasching, Karneval, auch das. So Büttenreden, sag ja Feste, hier liebt jemand Feste. Also hier habe ich das krasse Gegenteil, weil ich hatte in Stapel 2 hatte ich eher eine Person, die es liebt, so zurückgezogen, nur zu zweit. Und hier habe ich eher eine Person, die liebt es, so von Menschen umgeben zu sein und Feste und feiern und alle zusammen. Familie, Freunde, Bekannte, die ganze Welt. So Parade und Festivals und Rockkonzerte oder irgendwie so, wo ganz viele Leute zusammenkommen, so Freunde und so, hier komm, ich gebe dir einen aus und ach echt, danke, super und so, sowas, das liebt man. Einfach so mit ganz vielen Leuten zusammen sein, Leute miteinander verbinden. Hände spielen eine große Rolle, weil hier kommen ganz stark die Hände durch, weil hier habe ich die Hände, hier habe ich Hände und hier habe ich Hände. Irgendwas ist besonders mit den Händen. Hier könnte jemand schöne Hände haben, wie so Arzthände oder Klavierhände. Oder irgendwas ist besonders mit den Händen, vielleicht besonders starke Hände. Irgendwas ist außergewöhnlich mit den Händen, weil ich hier habe ich die Hände. Hier kommt die Hand mit den Ringen, hier habe ich die Hände. Irgendwas ist dann hier, macht man so eine Bewegung. Also irgendwas ist mit den H die Hände kommen hier ganz schön. Auch hier habe ich, guck mal hier, Hände. Irgendjemand hat schöne Hände oder irgendetwas ist besonders an den Händen. Ich habe hier auch Tattoos. Hier könnte jemand auch Tattoos haben. Tattoos und auch Piercings. Piercings und oder Tattoos, kann auch beides sein.
Und ist eine Auserwählte, weil guck mal hier, diese Person trägt eine Krone. Guck hier, diese Person ist eine auserwählte Person. Trägt eine Krone und jetzt Achtung, hier trägt man auch eine Krone. Hier hat jemand, ist wirklich von den so, könnte, weiß ich nicht, das kann, hier hat jemand, stammt jemand vielleicht, weiß ich nicht, aus Pharaonenzeit oder so, die Seele, ja, so eine auserwählte Seele, weil ich habe hier Child Magical. Das ist hier, hier könnte jemand wirklich auch magische Fähigkeiten haben, weil wir hier das 12. Haus haben, Fische. Venus im 12. Haus. Magische Fähigkeiten, weil hier diese Seele könnte so aus dem alten Ägypten stammen. So Pharaonenzeit. Von der Blutlinie her. Die Seele auch, die Seele. Eine auserwählte magische Person aus der Zeit der Pharaonen noch. Aus dem ganz, 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 ganz alten Ägypten, wirklich. In den Anfängen, muss ich wirklich schon sagen, nicht gegen Ende, sondern wirklich in den Anfängen. In den Anfängen der Zivilisation. Wo Magie noch sichtbar war. Das ist hier eine auserwählte Person. Zwölftes Haus. Und zwölftes Haus ist auch Karma. Ich habe hier Karmic. Das ist ganz viel Karma. Das ist hier ein Feind oder eine Feindin, auch aus dieser Zeit. Diese Person ist mit inkarniert mit euch immer wieder mit. Diese dritte Person inkarniert mit euch mit. Immer und immer wieder. Seit es eure Seelen gibt. Und jagt euch hinterher, seid, ja, wirklich, Leben für Leben für Leben für Leben für Leben, Epochen für Epochen für Epochen. Jagt diese Person euch beiden hinterher. Und wirklich treibt ein, will ein Keil zwischen euch treiben, weil irgendwas ist mit euch beiden. Ich weiß nicht, ob ihr ein magisches Kind auf die Welt bringen sollt. Auch das kann es sein. Oder irgendetwas auf die Welt bringt. Weil ich habe hier Child und dann habe ich hier Page. Bube, Page. Entweder das ist ein Kind oder eine Sache. Was ihr gründen werdet, machen werdet. Was sehr besonders ist. Hände und Arme. Weil die Arme kommen, Hände und Arme kommen ganz stark durch. Eine gut vernetzte Person kennt sehr viele Menschen weltweit. Oder viele Menschen kennen ihn oder sie weltweit. Ich habe nämlich hier das 7. Haus, dann The World. Und dann hier Partnerships and Alliances. Aber das wäre jetzt wirklich alles, mein Schatz. Ich kann natürlich jetzt, ne, noch ewig, 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 wenn ich länger noch channel. Aber ich kann im Augenblick echt keine langen Videos verarbeiten. Es ist zum Mäusemelken. Es ist echt zum Mäusemelken. Mit dem rückläufigen Merkur, das kommt dann noch zu allem, was schon war, noch dazu. Als Sahnehäubchen. Aber so ist das. Das Universum legt mir gerne Steine in den Weg, damit ich über mich hinauswachsen kann und fliegen lerne. That's life. C'est la vie, wie man so schön im Französischen sagt. Mein Schatz, schau dir gerne auch Stapel 1 und Stapel 2 an, um ganz sicher zu gehen, dass du dich auch dann für den Single entschieden hast oder für den oder dass du weißt, wer wirklich in dein Leben kommt, weil vielleicht hast du dich hierfür entschieden und dann kommt der Single in Stapel 1 eher in dein Leben oder Stapel 2 oder du lernst unterschiedliche Menschen im Laufe dieses Jahres kennen und dann ist vielleicht gar nicht mal so schlecht zu wissen, wer da so auf dich zukommt, mein Schatz, okay? Wunderbar. Ich danke dir
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder in Stapel 1 oder in Stapel 2 wieder, mein Schatz. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das soweit gefallen hat. Ich finde, alle drei Stapel sind wunderbar. Gerade im Bereich der Liebe sind alle drei ganz toll. Nur so die Nebengeschichten, da sind halt. Aber so ist halt das Leben, ne? Wie gesagt, Habe Kerkeling, das Leben ist kein Ponyhof. Oder wie singt er? In diesem Sinne, mein Schatz, also entweder in Stapel 1 oder Stapel 2. Bis dahin, vielen Dank und ja, wir sehen uns.